So, dieses Video ist eine kleine Ergänzung zu einem, das ich vorher schon hatte. Und zwar habe ich hier in diesem Video mal erklärt, wie man Inkscape Objekte verformt. Und zwar, indem man einmal die Anfasser nutzt. Das ist, wenn ich hier dieses Zeichenwerkzeug nehme, beziehungsweise das Anfasser, diesen Pfeil, auf der anderen Seite das Knotenwerkzeug. Und damit kann man schon relativ viel machen, aber ich habe seitdem ein bisschen was dazugelernt und wollte das jetzt in einem Video ergänzen. Das sind fast schon, naja, so ein bisschen Profi-Tricks, aber sind durchaus sinnvoll, weil man sich da auch eben auch ein bisschen Zeit ersparen kann. Jetzt wechseln wir gerade mal nach Inkscape. So, und ich habe ein paar Objekte vorbereitet. Das da kopiere ich gerade, weil ich mehrere Sachen dazu brauche. So, was ganz wichtig ist, zunächst mal, wenn ich eben hier ein Objekt erstellt habe, bei dem ich hier zum Beispiel entweder mit dem Knotenwerkzeug zum Beispiel hier die Rundung geändert habe oder eben beim Kreiswerkzeug bzw. Kreisellipsenwerkzeug hier die Öffnung. Generell, ich hatte das ja eigentlich schon hier beim Kreis erklärt, man kann das ja rückgängig machen, indem man das Spezialwerkzeug öffnet und dann quasi auf Null eingeht. Inzwischen ist mir auch aufgefallen, dass es hier einen Knopf gibt, bei dem ich quasi mit einem Klick das Ganze zumache und sowas ähnliches mit dem Rechteckswerkzeug gibt es eben auch hier. Das heißt, ich kann mit einem Klick spitze Ecken bekommen, ohne dass ich da mehrere Sachen ändern muss. Das ist also schon mal generell ja ganz praktisch. Ein weiterer Punkt war zum Beispiel hier bei dieser Linie. Und zwar war das ja so, wenn man die Linie skaliert, einfach so, dann wird die Linie ja dicker. So, und das ist im Grunde genommen ja schon relativ unpraktisch. Und auch, wie ich schon damals gesagt hatte, ist es hier sinnvoller, die Knotenwerkzeuge zu nehmen, um halt die Linie richtig zu platzieren. Nur was ist, wenn ich zum Beispiel tatsächlich dieses Rechteck eben vergrößern will? Zum Beispiel auch, was auch noch so eine Möglichkeit wäre, ich möchte zum Beispiel diese zwei übereinander setzen und das eine soll ein bisschen größer werden. So, wenn ich jetzt das jetzt machen würde, sozusagen einen Doppelrahmen mir produzieren will, wenn ich das jetzt so mache, dann wird ja automatisch die Linie des äußeren Objektes dicker. Das kann man jetzt nicht so gut erkennen, wenn ich es ein bisschen vergrößere oder wenn ich gar mir die Liniendicke anschaue, das ist jetzt 2,82 und hier 3,35, das ist eben nicht die gleiche. Und das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, weil jetzt müsste ich quasi dieses Objekt hier anpassen, dass ich die richtige Dicke habe. So, und da möchte ich jetzt auf etwas hinweisen, was eben genau das verhindert. Und dazu schiebe ich mal gerade das Inkscape-Fenster ein bisschen zur Seite, denn hier genau da habe ich die Einstellungsmöglichkeiten, die ich dazu brauche. Zunächst mal mache ich ein bisschen kleiner und tue die Größenveränderung rückgängig machen. So, dann haben beide 2,8 als Liniendicke. So, wenn ich das jetzt ausschalte, dann steht hier ja, ich muss ein bisschen weiterschieben, damit man den Hilfetext ganz sieht, dass die Breite der Kontur wird ebenso mitskaliert. Und wenn ich das jetzt ausschalte und das vergrößere, dann erscheint es, wir machen es jetzt gerade mal ein bisschen übertrieben, dann erscheint es ja auch hier wieder, dass es größer wird, aber sobald ich loslasse, passt sich die Liniendicke wieder an und ich habe immer noch 2,82. Also mit dieser Einstellungsmöglichkeiten kann ich entweder entscheiden, ja, es soll größer werden. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ich mehrere Objekte habe und die sollen insgesamt skaliert werden, dann würde ich das anschalten, damit es eben das Gesamtbild gleich bleibt. Oder ich schalte es aus, wenn ich etwas vergrößern will,
aber eben die Maße der Linie soll gleich bleiben. So, und was es hier gibt, mit der Liniendicke, gibt es hier auch für Rechtecke und deren Rundung. Das kann ich ja hier einstellen, wie sehr das gerundet ist. Und gerade wenn ich zum Beispiel zwei Linien, also zwei solche gerundeten Rechtecke übereinander legen will, ich mache das gerade mal hier, lege es mal einfach so übereinander und ziehe das gerade mal einfach ein bisschen, ja, dann sieht man, dass sich hier der Radius geändert hat. Das ist nicht mehr der gleiche. Ne? Das hat man hier bereits gesehen, ein anderer Radius. Auch da, ich mache es wieder rückgängig, kann ich eben hier verhindern, dass sich der Radius ändert. Und wenn ich das mache, ups, dann passt sich das wieder an und ich habe immer noch den gleichen Eckenradius wie vorher. Das heißt, ich kann jetzt hier entscheiden, passt es sich an, sodass es eben zum Beispiel dann, wenn ich das innere Rechteck habe, ein bisschen kleineren Radius hat. Oder soll der Radius eben identisch sein, wenn ich es kopiere und dann in der Größe verändere? Also dazu kann ich hier etwas einstellen. Hier haben wir gerade noch die Farbverläufe, ob die eben mit angepasst werden oder so bleiben, wie sie eingestellt sind. Und hier geht es um Muster, aber das ist vom Prinzip her das Gleiche. Ich denke, wenn man das erstmal weiß, dass das hier geht, dass man das ein- und feststellen kann, dann ist das schon mal ganz positiv. Und jetzt habe ich eben mit den Linien, wenn ich weiß, dass ich das hier ausschalten kann, auch die Möglichkeit, tatsächlich die Linien mitzuskalieren, auch wenn es jetzt zunächst mal dicker aussieht, es wird wieder dünner. Also diese Einstellungsmöglichkeiten sind schon relativ wichtig, vor allem, sage ich mal, wenn ich Zeichnung kombiniere, damit es entweder sich anpasst oder eben nicht anpasst an eine Skalierung, je nachdem, wie ich es eben brauche.